Lea Thomas, die ist eine Schwimmerin, aber ist eigentlich als Mann geboren und bei Wettkämpfen schwimmt sie jetzt sämtlichen Frauen davon. Die wissen doch, wie unfair das ist. Man stelle sich mal vor, einer der Klitschko-Brüder würde ins Frauenboxen gehen und sagen, ich bin jetzt eine Frau. Ja. Im Moment stehen insbesondere die weiblichen Sportlerinnen da vor einer schwierigen Entscheidung, nämlich ob sie boykottieren oder sich in einem unfairen Wettbewerb begeben. Bei dem Spiel war ich selber da. Der hat in 4 Minuten 3 Tore gemacht. Der Trainer selber hat gesehen, das ist Mist. Also das funktioniert nicht so. Der hat dann den Jungen aus dem Spielfeld rausgenommen, hat ihn ins Tor gestellt. Da sind die Unterschiede relativ gering, ja? Weil er auch nicht wollte, dass die Mädchen da demotiviert sind. Aber ich habe so wahrgenommen, dass sie das nicht ganz so sensibel betrachten, wie das angekam, gerade bei der Elternschaft. Ja. Insbesondere beim Spiel, wo ich nicht mit dabei war, ist der Gegentischverein angesprochen worden und die Mutter des Kindes ist sehr aggressiv und laut geworden, hat den Vater angeschrien, der Junge fühlt sich als Mädchen und da gibt es keine Debatte. Und auch solche Dinge gibt es. Ja. Wie gesagt, die Jungs, die Kinder, die Mädchen, die sollen alle Spaß haben. Aber wie gesagt, auch die andere Seite wahrnehmen, das ist gerade im Rahmen der Motivation ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank.